Auf einem Militärflugplatz an der Küste Englands steckt der Kommandeur eines Kampfgeschwaders einen Orden an den Thunderbolt-Piloten. Sie haben diese Medaillen in der Schlacht um Deutschland gewonnen und unsere Bomber zum Ziel gebracht. Ramrod ist der Name des Jägers für den Escort-Job. Die Route und der Plan für den Auftrag kommen über das Scramble-Telefon im Kampfeinsatzraum des Fighter-Kommandanten. Es ist später Nachmittag und die Mission geht nach Emden. Lasst es uns auf den Karten einzeichnen, schauen Sie sich den Job an, es wird eine große Sache sein, fast 400 Flugzeuge. Hier ist der Weg. Ihr Ziel ist hier hinaus circa 300 Meilen. Jetzt werden die Details geklärt und vom A3 in die Feldreihenfolge eingesetzt. Der Deal ist abgeschlossen, aber ich muss das General Kemper, dem Fighter Command, übermitteln, bevor er das endgültige Okay gibt. Vom Fighter Command bis zum Fighter Flügelmann geht der Feldbefehl per Fernschreiber weiter. Schließlich klappert der Befehl gegen 21 Uhr über den Drucker der Basis der 56. Fighter Group. Otto erreicht den Operationsraum der Gruppe. Hier werden die Codes übersetzt in den Maschinen nach Emden. Zuerst die Bomber, die zum Ziel und wieder nach Hause abziehen. Die Thunderbolts der 56. Gruppe sind ganz wichtig. Der Treffpunkt über dem Ziel ist immer eine wichtige Zeit. Denn Zeit ist Benzin und Benzin kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg dieser Mission ausmachen. 90 Sekunden beträgt ihr Fehlerspielraum am Treffpunkt, aber in den 90 Sekunden kann eine ganze Gruppe von Festungen ausgelöscht werden. Offiziere bereiten in diesem Raum die Karten für die Einweisung der Piloten vor, die nach Emden fliegen werden. Der Angriffsbefehl, der beim Bomberkommando begonnen hat, vollendet seine Reise nach unten in die Kampfgruppe. Einweisung, Briefing um 13.30 Uhr. Roger. Es ist ein Bauchtankjob, also weiter. Derselbe Befehl geht an die Einsatzbüros der anderen Staffeln. In der 56. ist die Thunderbolt-Gruppe. In jeder Staffel gehen die Piloten es jetzt ruhig an. Jungs, denn bald beginnt die Spannung, bald werden die Piloten wissen, welche Namen für jedes Team auf dem heutigen Flugzeug nach Emden steht. Jeder Staffelkommandant kennt seine Männer und als Footballtrainer weiß er, wie er seinen Teamflug aufstellt. Auf dem Feld setzten die Bombenmannschaften die Bauchtanks auf, die die Thunderbolt heute brauchen werden, um ihre Arbeit zu erledigen. Der Name an dieser Maschine ist ein kleiner Keks. Die beiden Kreuze verzeichnen die Hunnen, die von den 8 Kanonen im Flügel in der Luft gejagt wurden. Unsere Piloten kämpfen und können vieles besser machen. Zurück im Hauptquartier. Gruppe CO studiert den Job im Operationsraum. Hier ein Veteran von mehr als 80 Missionen. Er weiß genau, was diese Linien auf der Karte bedeuten. Als nächstes schauen wir beim Wetteroffizier rein. Über dem Meer 6-10 bewölkt. Niedrige Höhe. Im Westen. Geht also tief runter. Dann fliegt ihr nach Hause. Der Offizier überprüft die Flakkarte. Diese roten Bereiche dort oben an der niederländischen Küste bedeuten die Gefahr. Unten stehen deutsche Geschütze, die uns bis 30.000 Fuß erreichen können. Also passt auf. Die über 50 Piloten, die heute in den Thunderbolts aufbrechen werden, kommen auf ramponierten Fahrrädern zum Briefing. So werden die Bomberbesatzungen für den heutigen Tag nach Emden eingewiesen. Auf dem Heimweg über dem Meer ist die Stärke der deutschen Jäger hier sehr groß. Achten Sie auf die Zweimotorigen mit Raketen. Die werden unter Ihnen sein. Halten Sie Ausschau nach ihnen und lassen Sie sie nicht zu den Bombern durch. Und jetzt zum Wetter. Wir werden mit unseren Flugzeugen die Hunnen durch dichte Wolken treffen. Der Wetteroffizier übernimmt die Einweisung.
Jetzt werden Sie heute gerade genug Boden sehen, um zu wissen, dass Sie sich im gesamten Soldersee-Abschnitt befinden. Das Zielgebiet ist nicht mehr weit. Holland ist gut zu erkennen. Die Front westlich von uns wird die Basis für die Rückkehr nicht beeinträchtigen. Sie fliegen 100 oder 110 Meilen pro Stunde bei 250 Grad. Die Kondensstreifen bleiben bei 31.000 Fuß. Und jetzt Zeitkontrolle. Das Briefing ist zu Ende. Am Ende dieses Moments ist seine Spannung dramatisch und wichtig. 4.000 Männer werden auf diesem Flug nach Emden in der Luft sein, also 4.000 Mann müssen mit der Sekunde synchronisiert werden. Okay, Boys. Gute Reise. Jeeps werden die Piloten zu den Flugzeugen befördern. Allgemeiner Schlamm hängt an ihren Füßen. Der Jeep muss die doppelte Last tragen, für die er konzipiert wurde. Hier 55 junge Piloten aus 254 Flugzeugen. Keiner von ihnen weiß, was vor ihnen liegt. Stekrochev hilft dem Piloten in seinem Fallschirm. Ihre Piloten sagen immer viel Glück, Sir, bis später und manchmal sagen sie vielleicht. Und jetzt die Zeit für den Startingenieur. Sieben Minuten später muss die erste Staffel mit dem Abheben beginnen. Alle 54 Flugzeuge müssen in der Luft sein. Die Crewchefs müssen die Piloten direkt in die dicht gedrängte Aufstellung auf die Landebahn führen. Die Thunderbirds werden jede Menge Benzin brauchen, um zum Ziel zu gelangen und zu kämpfen und dann wieder nach Hause zu kommen. Und bevor er dann eine halbe Drehung macht, müssen 16 Flugzeuge seines Geschwaders plus zwei Ersatzflugzeuge in der Luft und in Position sein. Das erste Geschwader ist weg, dann das zweite Geschwader. Das dritte Geschwader bewegt sich in Bereitschaft, wo das erste Geschwader gestartet ist. Dann versammeln sich alle drei Staffeln. Sobald die Low-Climbing-Drehung erfolgt ist, bilden sie ein riesiges V. Die Führungsstaffel in der Mitte ist die Speerspitze. Alle fliegen in einem V. Eine Sektion, wobei die hintere Sektion 500 Fuß über der anderen fliegt. Zwei Ersatzflieger jeder Staffel kämpfen hinterher. Jetzt nimmt die ganze Gruppe Kurs auf 80 Grad. Ein langsamer Aufstieg zur niederländischen Küste. Drei Stunden von jetzt an wieder zu Hause, wenn man Glück hat. Jetzt starten die Jägergruppen von anderen Feldern. Die Aufgabe der Jäger besteht darin, die Bomber zu schützen. Thunderbirds müssen zu hohen Deckungspositionen über den Bombern aufsteigen, langsam und kompakt aufsteigen und dann jedes Geschwader in seine geplante Position bringen. Die müssen sich im Orbit bewegen, um die langsame Blase abzudecken. Manchmal ziehen unsere Jäger 5 Meilen voraus, um den Frontalangriff der Hunnen abzuwehren. Während sie noch aufsteigen, bleiben die Kämpfer in der Nähe. Dann ist es Zeit, Gas geben und vorne schießen. Als der Kampf beginnt, hat der Hunne angefangen zu schießen. Angriff durch die Bomber. Unsere Blitze sind auf die Angreifer gerichtet. Sie sehen dieses Notsignal, grünes Notsignal, er braucht Hilfe, und hier kommen wir, um die Blitze abzufeuern. Und nun bewegt sich eine schlängelnde Reihe von Blitzen in die Schlacht. Es sind die Jäger, die die Bomber schützen. Denken Sie daran, dass Sie alles, was Ihnen in der Schlacht begegnet, austauschen können. Deutschland bleibt Ihnen auf den Fersen und am Ende werden wir ihn weiter aufhalten und vergewaltigen. Schauen Sie sich diese Hunnen an, die einmotorigen Soldaten, die die Festungen immer von vorne angreifen.
as always, hit the fortresses from the front. Der Bombenangriff beginnt. Sie müssen durch die geschwärzten Jäger fliegen, um ihre Bomben auf die punktgenauen Ziele zu werfen. Die Banditen wissen, dass die Bomber keine Ausweichmanöver durchführen können, bis ihre Bomben weg sind. Der Bombenschütze muss jetzt seine Bugkanonen vergessen und sich auf die Bombensicht durch Wolken und klaren Himmel konzentrieren. Diese Eier müssen nach unten gehen und das Ziel finden. Jetzt geht der Kampf weiter. Bei manchen Missionen fliegen alle Bomber auf ein einzelnes Ziel, an anderen Tagen haben mehrere Einsatzgruppen mehr unterschiedliche Ziele. Und jetzt rückt eine neue Jägergruppe ins Gedränge und hat auf jeder Meile des Weges sein Ziel vor Augen. Da kommt einer mit dem Langstreckenraketengeschütz. Diese Explosion, das war ein Raketenwerfer. Alle Bomben los. Die Flugstaffeln müssen sich wieder ihren Weg nach Hause erkämpfen. Das ist nicht einfach, weil viele von ihnen, nach Großbritannien zurückzukehren. Die ramponierten Bomber sind sehr froh, dass sie die Kondensstreifen sehen. Auf breiten Massenpfaden wenden sich die Bomber nach Hause. Schauen Sie sich das an, den Schwanz hat man ihm abgeschossen. Da geht einer unserer Jungs. Die Jäger um ihn herum kriegen den Hunnen, ja, sie kriegen ihn. Nur ein Schuss und der Pilot schwebt herab. Viele der über Deutschland abgeschossenen Männer sind noch am Leben. Sie springen mit dem Fallschirm ab. Hier die schwarzen Flecken. Risse von dem Flugabwehrgeschützen. Manchmal geht der Kampf auf halbem Rückflug weiter. Willkommen ist die Seite der Küste Englands, aber selbst dann ist der Kampf noch nicht zu Ende. Diese Maschine wurde auf dem Weg nach Hause beschädigt. Er landet vor seiner Gruppe. Achten Sie auf die Reifen. Einfach weggeschossen. Es ist wichtig, hier zu landen. Sie müssen das Ende des Feldes so schnell wie möglich räumen. Jeder Pilot hat Zugang zu seinem eigenen festen Stand, der weit über das Feld verteilt ist. Jeeps bringen sie jetzt zurück zum Verhör. Ein ziemlich glücklicher Haufen. Sie hatten 4 Einsätze und haben heute keines ihrer eigenen Flugzeuge verloren. Dies ist die Thunderbolt-Gruppe, die letzten April geschworen hat, dass sie bis zum Tag des Waffenstillstands 100 Flugzeuge abschießen würden. Wie war der Erfolg heute? Nun, ich habe eine Focke-Wulf aus der Luft abgeschossen. Ich eine Insel gesprengt, sie ist untergegangen in die Wolke. Hat irgendjemand gesehen, wie die Blasen untergegangen sind? Ja, ich habe einen dieser Raketenträger gesehen, als er zu entkommen versuchte, habe ich ihn erwischt.
Es war ein gutes Rennen, nur einige Bomber sind leider heute verloren gegangen. Trotzdem Dank an die Kämpfer, die von unten nach vorn gegangen sind.